Trump überlebt den Mordanschlag auf ihn leicht verletzt, und sofort wird um die Bedeutung dieses Moments gekämpft. Republikaner werfen Biden vor, er hätte die Stimmung gegen Trump aufgeheizt. Biden mahnt die US-amerikanische Bevölkerung, politischen Streit an der Wahlurne und nicht mit Gewalt auszutragen. Parallel werden schon T-Shirts mit dem ikonisch wirkenden Bild von Trump Sekunden nach dem Attentat die Faust in die Luft gereckt verkauft. Jetzt frage ich mich, wird diese Szene von Samstag Nacht den Wahlkampf entscheiden? Wird Trump sich aus der Rolle als Opfer einen Vorteil verschaffen wollen? Und wie gehen die Demokraten mit all dem um? Mein Name ist Lara Schulschenk und das ist Shortcut. Darüber spreche ich heute mit Mathieu von Rohr, Leiter des Auslandsressorts hier beim Spiegel, orchestriert dementsprechend unsere ganze Berichterstattung dazu. Hallo Mathieu. Hallo Lara. Was waren denn deine ersten Gedanken, als du vom Attentat erfahren hast? Es war irgendwie schon spät in der Nacht und ich habe es gesehen und ich wusste sofort, das ist natürlich ein historischer Moment ähm, und ähm, es ist eine, äh, ein dunkler Moment, irgendwie auch natürlich in der Geschichte, dass wir jetzt einen. Ein Attentat haben auf einen Präsidentschaftskandidaten, auf einen Ex-Präsidenten. Und das zeigt einfach nur, an welchem Punkt wir in den USA in dieser mittlerweile toxischen politischen Kultur angekommen sind. Und ähm, ja, ähm, habe natürlich sofort daran gedacht, was jetzt die Auswirkungen sein werden auf den Wahlkampf. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich mit dir einmal den Ablauf des Attentats rekonstruieren, soweit wir das schon können. Zuerst wirkt es wie eine Szene, die wir schon unzählige Male gesehen haben. Der Präsidentschaftskandidat auf einer Bühne mit roter Magerkappe spricht zum Publikum. Dann fallen Schüsse. Trump sucht Schutz, das Publikum verfällt in Panik. Dann sind Rufe zu hören. Shooter ist down. Trump rappelt sich auf, sucht seine Schuhe. Dann steht er wieder aufrecht, reckt seine Faust in die Luft. Am Hals läuft ihm Blut herunter. Sein Ohr ist verletzt. Um ihn herum Secret Service-Agenten, die versuchen, ihn zu schützen. Das Publikum skandiert USA USA. USA! 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 USA, USA. Mathieu, wie konnte das denn überhaupt dazu kommen? Solche Veranstaltungen werden doch eigentlich vom Secret Service penibel geschützt. Ja, und der Secret Service ist eine legendäre Einrichtung in den USA. Ähm, der ist seit 1901 zuständig für den Schutz von Präsidenten. Es gab natürlich ein paar Mal großes Versagen, 1963 als John F. Kennedy erschossen wurde. Zuletzt ähm, 1983 gab es ein Attentat auf Ronald Reagan, das er überlebt hat. Seither nicht mehr. Und ähm, die Frage, wie es passieren konnte, die beschäftigt natürlich jetzt alle. Es gibt von den Politikern, äh, der Demokraten wie der Republikaner Rufe nach einer Untersuchung, weil es ist relativ eindeutig, dass hier ein Fehler passiert ist, ein großer Fehler. Der Schütze ist ja frei zum Schoß gekommen, äh, erhöht von einem Dach aus. Und das ist eigentlich eine Position, die hätte der Secret Service sichern müssen, vielleicht sogar selber Scharfschützen dort positionieren müssen. Weil es auch ein sehr nahes Gebäude war, also ähm, die Entfernung zu der Bühne, auf der Trump stand, war ja nicht groß, oder? 137 Meter, glaube ich. Ähm, und wie jemand da frei zum Schuss kommen kann mit einer AR-15, also einer halbautomatischen Waffe. Das ist ähm, eindeutig ein Versagen. Es gab ja offenbar auch äh, Augenzeugen, die das gesehen haben und die Polizei darauf aufmerksam gemacht haben. Und äh, trotzdem wurde nicht rechtzeitig eingeschritten. Was wissen wir denn bisher über den Attentäter? Der Mann heißt äh, Thomas Matthew Crooks, ist 20 Jahre alt, kommt aus einem Ort, der eine ganze Stunde äh, Fahrzeit von... Ähm, Butler, dem Ort, wo es stattfand, entfernt ist. ist. Der heißt Bethel Park, ist auch in Pennsylvania, ist ein Vorort von Pittsburgh. Und wir wissen über ihn ähm, einige Dinge, wie dass er zum Beispiel an einem Alters- und Pflegeheim gearbeitet hat, dass er wohl sehr intelligent äh, gewesen sein soll. Es gibt keine Social-Media-Präsenz von ihm, ähm, die eindeutig zuzuordnen ist. Und er ist politisch auch nicht so ganz eindeutig zuzuordnen. Also er war registriert als Wähler für die Republikaner. Und äh, hat aber wohl mal 15 Dollar gespendet für eine äh, Aktivistengruppe, die den Demokraten zuzurechnen ist. Er soll sich, sagen, Mitschüler eher konservativ geäußert haben. Er soll in der Schule so ein bisschen Außenseiter gewesen sein, er soll gemobbt worden sein. Es ist so ein bisschen unklares Bild, ähm, äh, deutet so ein bisschen äh, auf so eine Amokläuferpersönlichkeit hin, aber wir sind jetzt im Moment noch wirklich im Bereich, im Bereich der Spekulation, weil wir einfach noch zu wenig wissen. Das FBI versucht gerade sein Handy zu knacken, um da mehr Informationen zu kriegen. Okay, also übers Motiv muss noch viel aufgeklärt werden. Wie habt ihr denn eigentlich überhaupt von diesem Attentat erfahren? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare bei YouTube oder Spotify. Und dann, ähm, Donald Trump wurde leicht verletzt, aber es gab ja noch weitere Opfer. Was wissen wir darüber? Genau, Trump wurde am Ohr verletzt. Das war wirklich großes Glück. Er hätte auch getötet werden können. Es ist ein Mann gestorben, ein Feuerwehrmann, ein 50-jähriger Mann, der sich quasi über seine Familie geworfen hat, um die zu schützen. Zwei weitere Leute sind verletzt worden im Publikum. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Reaktion von Opfer Donald Trump und seiner Partei, den Republikanern. Lass uns mal einen Blick noch mal ganz konkret auf diesen Moment werfen, wo Trump ja zuerst seine Schuhe sucht und dann irgendwie anscheinend umschaltet, sich aufrichtet, seine Faust in die Luft streckt und möglicherweise ruft er dabei in die Menge Fight fight fight. Das zeigt doch irgendwie noch mal ihn auch als politische Figur, also als Profipolitiker, oder? Also ich muss sagen, als ich das gesehen habe, dieses Bild zum ersten Mal, ist mir echt kalt den Rücken runtergelaufen, weil man in, in diesem Moment einfach einfach sieht, was für ein unglaubliches politisches Ausnahmetalent der ist. Dieser Mann ähm, ist gerade erst angeschossen worden und er, er kennt geistesgegenwärtig, dass er in diesem Moment jetzt die Chance hat, ein historisches Bild zu produzieren und macht das, indem er die Faust in die Höhe reckt, indem er fight 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 ruft. Und das ist ein unglaublich starkes Symbol, das er da geschaffen hat. Und da muss man sagen, wie man auch immer zu ihm steht, ich stehe natürlich sehr kritisch gegenüber als Politiker, ist, ist, ist klar. Aber die, es ist beeindruckend, welche Geistesgegenwart er da einfach hat und in diesem, diesem Moment für sich dann sofort nutzt. Er macht schnell weiter. Er ist jetzt ja auch knapp 24 Stunden nach dem Attentat schon zum Parteitag der Republikaner angereist, wo er aller Wahrscheinlichkeit nach zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten für die Wahl im November gewählt werden soll. Was können wir da denn jetzt von ihm erwarten? Also Trump ist jetzt natürlich einfach noch mehr bei den, ähm, im eigenen Lager zu einer mythischen Gestalt geworden. Ja. Er war vorher schon, ähm, wurde er mit einer geradezu heiligen Verehrung umgeben von seinen eigenen Leuten. Er ist jetzt einer, der angeschossen hat, auf den es ein Attentat gab und der überlebt hat. Er ist quasi Lazarus, er ist auf Kannst jeden Fall. Kannst du Lazarus nochmal kurz erklären? Gut, Lazarus ist nicht ganz richtig, weil er der Lazarus ist ja von Toten auferstanden Also er ist ja ist nicht tot, aber er ist einfach jemand, der, der letztlich in dem Moment er ist quasi ein Märtyrer, er ist jemand, dem es, der einem Attentat entkommen ist. Und ich glaube, dass das einfach seine Position, sein Standing im eigenen Lager das ist schon so unglaublich groß aber dadurch das schweißt die leute einfach noch mal ganz anders an ihn und wird das verstärken und ich glaube um dieses thema herum wird als auch dieser parteitag natürlich inszeniert und das interessante ist dass trump ähm, sich bis jetzt eher zurückhaltend geäußert hat, also eher zu Einheit aufgerufen hat, eher äh, sozusagen nicht jetzt Rache oder ähm, das, gegen, das gegnerische Lager beschuldigt hat. Und das ist hochinteressant, weil man würde ja ja das Gegenteil von ihm erwarten und ich glaube, das wird ihm eher nützen, das wird ihm eher positiv angerechnet werden von den Wählern. Aber wie schätzt du seine Ankündigung jetzt vereinen zu wollen, was man ja sonst eher von beiden kannte, denn ein ähm, als Experte so ist, ist das zu glauben? Kann es vielleicht auch sein, dass dieser Moment für ihn irgendwie einen Umschalten bedeutet hat? Also was das bei Trump jetzt psychologisch äh, verändert hat, weiß ich nicht. Ähm, natürlich ist das alles auch theoretisch eine Chance diese unglaublich hochgekochte politische Situation in den USA ein bisschen zu beruhigen. Es wäre eine Chance für, dafür, sozusagen die Lage ein bisschen zu beruhigen. Ich glaube nicht so richtig daran, weil das, das Land ist so unglaublich polarisiert. Der gegenseitige Hass, das hat man ja auch jetzt gesehen, ist einfach riesig. Und dennoch, wenn Trump das jetzt geschickt nutzt, und ich würde natürlich auch sagen, es ist eine strategische Entscheidung zu sagen, ich ähm, bin jetzt hier nicht äh, als... Äh, ich, ich verdopple nicht die Wut, sondern ich schalte eher einen Gang zurück. Ähm, ist das sicher eher eine strategisch kluge Entscheidung? Und das wäre deswegen auch überraschend, weil Trump gar nicht unbedingt so sehr für strategische äh, Auftritte oder strategische Entscheidungen in der Vergangenheit bekannt war, sondern schon auch eher so seinem Bauch gefolgt ist. Gleichzeitig hören wir von einigen Republikanern ja jetzt aber auch, dass ähm, sie Biden vorwerfen, er hätte die Stimmung gegen Trump so massiv angeheizt, dass einige sogar wirklich von der Mitschuld von Biden an diesem Attentat sprechen. Das ist natürlich sehr zugespitzt, aber was ist da denn generell dran? Also ist Biden irgendwas vorzuwerfen? Ich glaube, Biden ist nicht das toxische ähm, Klima im Land vorzuwerfen. Das ist äh, sicher eher Trump vorzuwerfen. Er hat natürlich eine Toxizität in die politische Auseinandersetzung gebracht, die bisher beispiellos war in der amerikanischen Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Und er ähm, bisher ging die Gewalt, die politische Gewalt ja tatsächlich auch eher von seinem Lager aus. Also ja, der 6. Januar 2021, der Sturm aufs Kapitol. Es gab ja auch Angriffe auf zum Beispiel den Ehemann von Nancy Pelosi, der Sprecherin, ehemaligen Sprecherin des, Repräsentantes, des Repräsentantenhauses der Demokratin. Also, die politische Gewalt im Land ging bisher eher von seiner Seite aus, aber er ist jetzt Opfer geworden von politischer Gewalt. Und ähm, dadurch bringt ihn das natürlich in eine ganz andere Position. Ich glaube, diese Vorwürfe an beiden, das ist ähm, wahnsinnig gefährlich. Ähm, natürlich besteht eine Gefahr, dass äh, auch auf republikanischer Seite jetzt jemand ähm, ein Gewehr in die Hand nehmen könnte und sozusagen die die Gefahr, dass das ähm, eskaliert, ähm, ist ist immer noch da. Deswegen finde ich es natürlich auch gut, dass Trump, äh, das ist äh, hoffentlich heilsam, wenn Trump jetzt eher gerade auch diese Stimmen im eigenen Lager versucht. Ähm, ja zu beruhigen anders spricht und einer der sich ja so geäußert hat war j.d. vance was hat er gesagt das ist einer der eben gesagt hat dass quasi beiden dafür verantwortlich ähm, zu machen ist ähm, und j.d. vance wird sehr hoch gehandelt als möglicher vizepräsidentschaftskandidat von trump der soll im Lauf dieser Woche soll ja dieser Vizepräsidentschaftskandidat bekannt gegeben werden. Und das wird jetzt sehr interessant, ob Vance dadurch, dass er sich so radikal geäußert hat, eher seine eigenen Chancen beschädigt hat und er vielleicht äh, übergangen wird, oder ob er ähm, trotzdem genommen wird. Das wäre ja auch eine Art von äh, Signal. Okay, das wird sich dann auf dem Parteitag der Republikaner klären, vermutlich. Jetzt ist ja aber auch die Frage, wie geht es weiter, wie wirkt sich das auf den Wahlkampf aus, der sich äh, sowieso schon zugespitzt hatte in der letzten Zeit. Was passiert jetzt? Historisch gesehen haben missglückte Anschläge auf Präsidenten eher zu einem enormen Vorsprung geführt, oder? Und heißt es jetzt, dass der Wahlkampf eigentlich schon entschieden ist? Ich glaube, man kann das noch nicht sagen, wie ähm, es sich auswirken wird, definitiv. Also Aussagen wie der Wahlkampf ist jetzt gelaufen und so habe ich jetzt viel gehört übers Wochenende ging mir natürlich auch sofort durch den Kopf und es wird auf jeden Fall schwieriger, noch schwieriger für Joe Biden, für den es eh schon sehr schwierig war. Aber es ist nicht ganz eindeutig, auch jetzt aus der Geschichte zu lesen, wie das. Sich auswirken kann und wird. Es gab Fälle, zum Beispiel auf Bolsonaro, Shair Bolsonaro, den ähm, brasilianischen Präsidentschaftskandidaten, gab es einmal einen Anschlag, er wurde dann gewählt und es hat sich auch sehr positiv auf seine Umfragen ausgewirkt. Äh, es gibt aber auch Gegenbeispiele. Ähm, zum Beispiel der ähm, in, in der Slowakei Robert Fietsow, den gab es auch einen Anschlag, der hat dann nicht gewonnen. Also, ich glaube, man kann das nicht eindeutig jetzt schon sagen. Aber grundsätzlich sind wir natürlich in einer Situation, in der es ohnehin schon sehr schwierig war für die Demokraten und für Joe Biden. Und wenn es Trump jetzt auch noch gelingt, das eher, sagen wir mal, cool zu spielen und eher so diese vereinende Position einzunehmen, glaube ich, könnte er davon schon sehr profitieren. Also, also kommt es aber schon noch darauf an, was die Demokraten machen und auch Joe Biden. Was für Möglichkeiten haben die denn jetzt überhaupt noch? Weil ich denke, so ein scharfer Wahlkampf ist jetzt gerade ja vielleicht ein bisschen schwierig. Jemandem gegenüber, auf den gerade ein Attentat verübt wurde. Was können die jetzt machen? Genau, die haben ja erstmal quasi ihren Wahlkampf überall ausgesetzt. Da muss man halt erstmal schauen, wann der überhaupt wieder aufgenommen wird. Und gleichzeitig reden wir ja schon seit einiger Zeit darüber, dass Joe Biden als demokratischer Präsidentschaftskandidat und Präsident wahnsinnig angeschlagen ist, sogar im eigenen Lager. Wir haben seit nun Wochen diese Debatte darüber, ob er nicht einfach zu alt ist, ob das nicht eigentlich die Partei gefährdet, dass er überhaupt antritt. Und die Frage ist, wie das jetzt diese Diskussion auch beeinflusst. Also kann es sein, dass jetzt einfach der Fokus davon weggeht, dass nicht mehr so sehr darüber geredet wird, dass sich vielleicht auch gar keiner mehr traut bei den Demokraten jetzt in dieser Situation das noch stärker zu forcieren. Und wenn Biden jetzt bleibt als Kandidat, glaube ich, wird das sicher noch sehr viel schwieriger für die Demokraten. Sollte es doch noch zum Kandidatenwechsel kommen, dann mal sehen. Ich glaube, es sind halt jetzt einfach noch vier Monate bis zur Wahl und ich bin sehr vorsichtig geworden mit Prognosen. Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen, ähm, weil äh, in, der, in der Politik, in der amerikanischen Politik, es kann immer so wahnsinnig viel passieren. Ähm, wir haben schon so verrückte Dinge gesehen, jetzt allein in diesem Wahlkampf bisher und wer weiß, was uns noch erwartet in den nächsten vier Monaten. Deshalb, ich würde jetzt erstmal so von diesen eindeutigen Aussagen, was passieren wird, absehen, aber es ist klar, für die Demokraten sieht es im Moment nicht gut aus um eine Prognose oder eine Einschätzung muss ich dich aber trotzdem noch bitten in der ganzen Berichterstattung und auch in Diskussionen darüber ist mir jetzt relativ häufig das Wort Bürgerkrieg oder bürgerkriegsähnliche Zustände begegnet. Jetzt frage ich mich, ob das übertrieben ist oder ob das wirklich eine Angst ist, die berechtigt ist, dass da in den Staaten jetzt durch dieses Ereignis, durch dieses Attentat Gewalt und Chaos noch zusätzlich ausbricht. Also der amerikanische Bürgerkrieg ist natürlich ein Urtrauma des Landes. Und ähm, das Wort fällt vielleicht manchmal ein bisschen zu leichtfertig, aber die Angst vor politischer Gewalt ist natürlich da, die ist auch gerechtfertigt. Ich meine, wir haben die Bilder vom Kapitolsturm noch vor Augen. Es gab auch immer die Angst, dass äh, Trump vor, Ge vor Gericht kommt oder ins Gefängnis muss, dass es dann zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen könnte. Und die Gefahr in einem Land, in dem auch sehr viele Menschen Waffen haben, ähm, dass es zu Gewalt kommen kann, die ist natürlich überhaupt nicht aus der Luft gegriffen. Ähm, Bürgerkrieg ist natürlich nochmal eine andere, eine andere Skala und davon würde ich jetzt äh, noch nicht reden. Aber klar, das Land ist unglaublich polarisiert. Ähm, der gegenseitige Hass ist enorm. Ähm, äh, die, die beiden, das, dieses Zwei-Parteien-System funktioniert eigentlich nicht mehr, weil die sich nur noch gegenseitig blockieren. Die Angst, äh, dass äh, Trump und seine Gang die Demokratie unterwandern könnten, wenn sie an die Macht kommen, dass sie letztlich die Demokratie, wie wir sie kennen, schleifen, dass es Richtung Ungarn geht, also ein bisschen so, eine Auto so ein Auto, zwar demokratisch gewählt, aber irgendwie doch in Richtung Diktatur. All diese Dinge, die stehen ja im Raum und gerade weil diese Ängste so groß sind und weil es um so viel geht, ist natürlich auch alles so wahnsinnig aufgeladen. Ich fasse jetzt noch mal ganz kurz einige Punkte zusammen, die ich jetzt so aus unserem Gespräch mitnehme. Donald Trump hat das Attentat auf ihn leicht verletzt überlebt und geht jetzt ziemlich cool damit um. Das könnte insofern gut sein, dass er damit auch die Gemüter etwas runterkocht. Denn polarisiert sind die USA schon lange. Das ist nichts Neues. Gleichzeitig erschwert dieses Attentat den Demokraten, muss man so sagen, jetzt den Wahlkampf, weil wie will man mit jemandem umgehen, der gerade versucht wurde zu töten? Das kommt jetzt also noch hinzu. Abgesehen von den ohnehin schon belastenden Problemen rund um Joe Biden. Vielen Dank für deine Zeit, Mathieu. Danke, Lara. Danke auch euch fürs Dabeisein und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt ihr doch einem Freund oder einer Freundin, die sich auch sehr für die Ereignisse gerade in den USA interessieren. Tschüssi, ciao und bis zum nächsten Mal.